Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben und dem Tobi. Hallo Tobi. Tobi. Boah, was eine Ansage. Und ich will die Qualität höher schrauben. Und Leute, ihr hört schon. Schlag mal Tobi, schlag. Wir haben neue Schlaggeräusche. Und es liegt nicht am Texture Pack, an dem Sparks Texture Pack, sondern an der Version, auf der wir spielen. Denn wir spielen auf der 1.9. Das haben sich manche von euch gewünscht. Und ich fand gerade selber die Idee ganz cool, eigentlich mal darauf zu spielen. Und deswegen machen wir das jetzt auf dem, auf der Beta-Version des Gomez-Servers für die 1.9. Den ganzen könnt ihr erreichen einfach mit beta.com.net. Und hier gibt's natürlich jetzt auch das neue PvP-System mit dem Cooldown und so. Oh lol, es gibt ja auch die zweite Hand. Die habe ich bei mir, glaube ich, ausgestellt. Scheiße. Der eine hat in der einen Hand nämlich Blöcke und in der anderen Schwert. Blau kommt. Ich habe noch einen. Nee, ich habe die zweite Hand. Das packe ich jetzt direkt mal rein. Wie steuert man die zweite Hand? Ah, okay. Genau, einfach mit rechts. Oder was? Aber das ist noch ein bisschen buggy. Ich bin direkt runtergefallen einfach. Ja, das war ein bisschen buggy. Das mache ich nicht. Was hast du nur geklickt? Ja, mit Rechtsklick und halt Shift gleichzeitig gerückt, um mich halt zu bridgen. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Kann ich denn auch die Spitzhacke da rein tun und damit die Spitzhacke abbauen? Nee, ne? Nur Werkzeuge, nur in der Standardhand. Ja. Ja, also hast du eine Mainhand und eine Second. Mhm. Also Primary und Secondary. Und Werkzeuge. Ah, danke, dass du es nochmal übersetzt hast, Tobi. Bin ich dir echt dankbar. Ich kenn den Tom. Was? Ich hab ihn nicht getroffen. Und einer zu uns, achso. Nee, aber ich hab ihn halt nicht getroffen, ne? Ist ein bisschen mies. Tom, ich. Ganz kurze Frage: Wo ist das Bett von dem Team? Direkt hinten drin. Geradeaus durch. Da ist es nicht, irgendwie. Nee, jetzt. Ich denke, das ist da doch. Jetzt ernsthaft? Ich find's da nicht. Ja, doch nicht da oben. Ja, ich weiß, ich war da unten ja gerade. Ey, kann es sein, dass das Gold eigentlich oben spawnt? Oder ist das. Ah, hier ist es. Das war dahinter. Das sah ziemlich realistisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, einen habe ich. Also ihr seht schon, Leute, das neue PvP-System mit der Waffe hier, das ist ein bisschen tricky, weil man richtig lange warten muss, bis es wieder auflädt. Und es ist schon fast keinen Sinn mehr macht, in Bed Wars ein Schwert zu kaufen, natürlich nur in Bed Wars. Und ich muss jetzt ehrlich gesagt noch mal ein paar Einstellungen hier vornehmen. Jetzt sind wir gestackt. Wo ist denn... Nein, es laggt nicht, aber ich will hier den Attack-Indicator, will ich in die Hotbar... Dann kriegt man da, glaube ich, ist ein Attack-Indicator. Ja, damit man den Cooldown sieht. Ja. In der Hotbar ist der ganz cool. Okay, warte, gib mir mal zu. Wie macht man den an? Videos? Ja, und dann runterscrollen da irgendwo. Use. Einfach VBOS? Auf. Was ist denn das? Nee, das weiß ich nicht. Lass es mal aus. Wo ist das denn? Noch weiter runter. Attack-Indicator. Bei mir ist der nicht da. Doch, der muss da irgendwo sein. Ja, unter Video-Settings. Richtig. Oder unter... Ah, nee, Attack unter Indicator, ja klar. Crosshair? Hotbar? Ich habe ihn in der Hotbar. In Crosshair ist halt unter dem Kreuz. Wo sehe ich denn? Dann... Unten. Tobi, zwei Grüne kommen. Ein Grüner. Tobi, mach schnell. Hui. Ich hab ihn. Sehr gut. Aber bei mir ist der nicht da. Der ist unten rechts neben der Hotbar. Unten rechts? Mhm. Wenn du eine Waffe ziehst natürlich nur. Oder ein Werkzeug halt. Dann siehst du, bei mir ist es ein kleines Eisenschwert aus dem Sparks Texture Pack halt. Nö. Bei mir ist es, da mache ich immer auf. Entschuldigung. Crosshair. Dann sollte der unter dem Kreuz sein. Nö, bei mir ist nirgendwo was. Das ist mir unverständlich. Okay, er will ein bisschen Beef. Leute, epische Zeitlupe jetzt bitte einmal. Dankeschön, lieber Torben, für die epische Zeitlupe. Ja, Torben, aber bitte ohne Off-Stimme. Diesmal will die Off-Stimme. Hört sich scheiße an. Ja, klar, ohne Off-Stimme. Das war ja nur, weil ich Mysterium lösen musste. Ja, es war wichtig. Ich habe mir die Frage halt echt gestellt. Ja, du hättest auch ein Galileo Mystery senden können. Hey. Wow, er hat einen Bogen. Warum hat er einen Bogen? Das ist aber gemein. Rot. Nee, grün. Rot oder ich habe dir hier mal zwei Gold hingeworfen.
Vielleicht willst du ja mit dem Gold was machen. Kann man sich nämlich neuerdings einen Bogen von holen, 5-4. Oh, das ist wohl ein roter. Hi, Tom. Moin. Den kriegen wir, Tobi. Er versucht, glaube ich, gerade mit der Second Hand ein bisschen Bogen zu schießen. Ja, er hat auch geschossen, tatsächlich. Ja, aber funktioniert nicht. Und einen Bogen hast du gesagt, dann hole ich mir die jetzt. Okay, ich gehe mal zu Rot, ne? Moment, kann ich den mit dem Knüppel schlagen? Nein, kann ich auch nicht in der rechten Hand. In der linken, natürlich. Okay, das war ein bisschen fail. Ich komme noch nicht ganz mit diesem Hand-System klar, muss ich sagen. Ist zwar grundsätzlich eigentlich relativ simpel, aber mir ein bisschen... Oh wow, jetzt ist er gerade rausgegangen, als ich sein Bett kaputt machen wollte. Aber das Bett lasse ich mir natürlich trotzdem hier nicht nehmen. Das mache ich einfach des Stolzes wegen. Bin nämlich ein stolzer Mensch. Kurz auf unser Bettchen auf. Ich passe kurz auf... Ach nee, es lebt nur noch grün. Sorry, never mind. Wir können gar kein Bettchen eigentlich... auf. Ja, ist echt so, ne? Wir können durchrushen hier. Dabei haben die viel bessere Sachen als wir. Lol, oben spawnt ja auch noch Gold. Ja, ja, das meinte ich. Das spawnt hier auf der Map sogar hauptsächlich oben. Ja, das stimmt, weil ich habe eben... Mir nämlich aufgefallen, als mal ganz kurz 6 Gold. Easy. So. Ich muss einmal ganz kurz hier runter. Ich kann mir Speedtrank holen. Ja. Wow. Speedtränke sind, glaube ich, das, was wir gerade am nötigsten haben. Man kann die sich nicht kaufen. Einmal ganz kurz wie, man kann sie sich nicht kaufen? Dafür kaufe ich mir jetzt Fallen. Wieso kann man sich die nicht kaufen? Weiß ich nicht, das Feld gibt's nicht. Ach so, lol. Ach, ich hätte mir noch Sophias kaufen sollen. Locker passen die jetzt gerade. Diese Flügel gibt's noch nicht, ne? Nee, schade. Nee. Da müssten wir mal, wenn ihr wollt, dass wir mal Skywars spielen auf der 1.9, schreibt es mal in die Kommentare. Weil da gibt's auch alle neuen Items, das heißt Schilde, Flügel und noch tolle Sachen. Ja, die Sachen sind eigentlich scheiße. Nein, Flügel sind. Ja, also hat sich das voll angehört. Und Schilde finde ich auch ganz gut. Und es gibt auch noch tolle Sachen. Ja, ja, ich weiß. Mit dem PvP-System könnten die Schilde nice sein, eigentlich. Alles klar. Ich hab noch immer keinen Plan, wie die. Weil dann hast du halt in der rechten Hand. Ich glaube, es funktioniert nicht so richtig, Tobi. Oder doch, doch. Durchaus. Ja, funktioniert quasi perfekt. Hab dem einen nochmal einen Schuss reingedrückt. Oh, jetzt sollten wir uns aber beeilen. Oh Gott, ich geh weg. Ich bin weg. Ich bin raus, Tobi. Versuch da hinten. Oh, dem hast du gegeben. Ich hab einen. Ich brauch mich durch. Oh, Tobi, das ist easy. Das ist sowas von easy. Also komm, war das gut oder war das nicht gut? Alter, das war episch. Hätte ich das jetzt gesehen, hätte ich eine epische Zeitlupe rausgemacht. Ist das dein Ernst? Du hast es nicht gesehen. Doch, aber halt nicht außer... Außer Ferne nur. Das war zu weit weg. Leute, ich hoffe, euch hat die 10-minütige Runde auf der 1.9 hier gefallen. Wenn ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und... Wieso wiederhole ich mich? Achso, weil ich das jetzt Runde schon geschrieben habe. Und ja, gebt einen Like, falls es euch gefallen hat. Auch für Tobis tolle Geräusche, weil damit unterstütze ich ihn ein bisschen. Und ja... Spendet uns 10 Euro an meine Kontonummer, die blende ich jetzt hier unten ein. Dazu könnt ihr natürlich auch gerne noch das Passwort haben. Passwort für ein Konto. PIN-Code meine ich natürlich. Alles top. Und ja, damit ihr noch einfach mal vollen Zugriff auf mein Konto habt und mein Geld. YouTube-Passwort hängen wir natürlich auch hinten dran. Machen wir auch. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Und ja, das war's von dieser Folge. Haut rein und... Tschüss. Ciao.